So, da sind wir wieder bei Rising World. Ich hatte ja die letzten Male angefangen mit dem Herstellen von... der Wand für meinen Parcours. Und da ist mir dann aufgefallen, jo, ich nehme zwar jetzt kleine Fenster, aber ich möchte es doch ein bisschen anders haben. Und dachte mir, gut, das machst du nochmal neu. Das ist nicht ganz so original. Und deswegen mache ich jetzt erstmal die ganzen Fenster weg und mache den Rest nochmal neu. So, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Na komm. Kann ich dann als Bauplan mal vielleicht irgendwann mitnehmen? Und kann das dann auf einem Server zur Verfügung stellen. Zack, zack. Hier weiter. Na. Die ganze Zeit. Ja, was gibt es Neues zu erzählen? Wie ihr vielleicht gestern gesehen habt, kamen gestern massig Folgen Imperion Galactic Survival aus einer Livestream-Aufnahme. Hintergrund ist der, dass der KottiLP und ich halt jetzt mit der neuesten Version, die jetzt erschienen war, und er halt seine Aufnahme versaut hatte, wir gesagt haben: Gut, dann machen wir es einfach so, lieber Korti. Wir sind fair und ja. Fügen dann einfach mal für ihn ohne Ende mal vorher die ganzen Folgen zum Sch also wir bringen ja jetzt mal die ganzen Folgen so zum Ende und dann, ja. Gut, jetzt gucken wir erstmal, wie hoch ist denn das? Oh, das ist sehr hoch. Das gefällt mir sehr gut. Und das dann immer von der Gegenseite auch noch. Gucken wir mal, wie hoch das jetzt ist. Ja, es ist klar, man müsste jetzt noch eine Etage höher, aber das kann ich ja dann noch machen. Muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. So. So. Hier noch. Hier noch und hier noch. Hier noch. Also wir machen jetzt halt hier, wie gesagt, den Parcours mal ein bisschen genauer. Auch weil ich ja hier da noch Gitter reinmachen möchte und so weiter. Deswegen, es ist gerade hier ein bisschen speziell, sage ich jetzt mal. Ach, wie nett. Wie nett ist das denn? Ah, ne. Ah, verdammt. So, ich muss einen höher. Und noch einen höher. Genau. Machen wir es erstmal so. Gehen jetzt mal auf die andere Seite. Interessant ist, dass es genau bis hier oben an die Kante geht. Und nicht noch weiter. Aber gut, das ist ja egal. Es geht jetzt hier nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern es geht darum, hier kreativ zu sein und den ersten Parcours in Rising World aufzubauen. Selbst wenn es vielleicht nicht der erste ist, der jetzt vielleicht schon gebaut wurde, vielleicht haben das auch schon andere Spieler gebaut. Aber erfahrungsgemäß ist es halt so, dass die meisten Rising World Spieler wirklich sich eher kreativ einlassen, in Form von, wer baut das schönste Bauwerk, so ungefähr. Nicht jetzt negativ gemeint. Nein, ich liebe deren Bauwerke. Jedes einzelne. Wieso sehe ich jetzt nicht die Glasscheibe? Das ist jetzt gerade echt ein bisschen doof. Wo ist denn jetzt die Glasscheibe? Ist das denn die Glasscheibe oder nicht? Ich muss mal ganz kurz wegmachen. Ah, gut. Da ist die Glasscheibe. Ich musste gerade mal erst gucken, weil es eben gerade überhaupt nicht erkennbar war. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier passt es zum Beispiel gar nicht. Hier muss ich jetzt zum Beispiel die Erde wegmachen, damit ich das dahin bauen kann. Auch nicht schlecht. So. Genau. Ja, und dann, wie gesagt, kommen da noch Gitter rein in die Röhren, um überhaupt diese Röhren hochklettern zu können. Ich muss ja eh noch ein paar Sachen noch ändern. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die Gumbas darstelle oder die Gegner. So, jetzt müssen wir hier und müssen dieses hoch machen. Na komm. Wunderbar. So. Und dann sollten wir jetzt hier unseren kleinen Parcours haben.
Auch mit einer Leiter. Wobei ich die eine Leiter dann nochmal abbaue. Aber soweit sieht das doch schon mal gut aus. Ja. Natürlich, klar, jetzt muss ich hier auch nochmal höher gehen und alles. Und muss das hier erweitern. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man da einfach nicht irgendwo in der Seite ran kann, sondern wirklich diesen Parcours schafft. Und jetzt muss ich erstmal ganz kurz schlafen gehen. Ihr wisst ja, ihr wollt Tag haben. Ich gebe euch Tag, also bekommt ihr auch Tag. Und ja, vielleicht habt ihr auch heute schon die neue Folge von Unreal Tournament gesehen. Heute hatten wir einen Stargast von Rising World dabei. Im Forum ist er bekannt unter dem Namen Riperion. In Rising World ist er bekannt unter Riperion. Ist ja das Forum. Ja. Unter den Videos ist er bekannt als Riperion. Na, wen hatten wir zu Besuch? Genau richtig, den Riperion. Man glaubt es kaum. Ich fand es richtig cool, mit ihm zusammen zu zocken. Hat mir richtig Spaß gemacht. Der Kotter-LP und ich, wir hatten einen riesen Spaß. Er war ein guter Herausforderer. Teilweise war er auch ein besserer Herausforderer. Aber darum geht es nicht. Es geht dabei, Spaß zu haben. Und das hatten wir, denke ich mal, alle. So, Gitternetz 2x2. Also ist es 2x2 Blöcke oder nicht? Ne, wir machen es anders. Komm, wir machen es anders. Ich bin jetzt mal faul. Bretter. Was haben wir denn hier noch? Ach, nehmen wir das Brett. Ist, glaube ich, einfacher. Das mit diesem Brett zu machen, das ist das Brett 86. Wir müssen eins da behalten, ansonsten funktioniert das ja nicht. So, weil nämlich, wenn ich das dann drehe und das dann klein mache, dann müsste es genau funktionieren. Gucken wir mal, wie das dann aussieht und ja, dann schauen wir mal weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Ich dachte vorhin, es wäre eine Kuh gewesen, keine Ziege. Gut, man kann sich ja immer mal täuschen. So, jetzt kommen wir hier mal zu der Parcours-Einlage. Also, man klettert hier hoch. Klettert hier hoch. Klettert hier hoch. Macht hier den... Achso, macht hier den Sprung runter. Und springt hier rüber. Genau, und wenn man es so macht wie ich, dann springt man hier auch rein. Gut, jetzt müssen wir erstmal das hier anpassen. Okay, packen das jetzt hier mal zentriert. Minus, minus. Ja, und nochmal minus. Jawoll. So, jetzt heißt es hier Steuerung drücken. Und weiter geht es jetzt so. Wir gehen einen nach links und einen nach unten. Einen nach links, nach rechts. So, und jetzt immer zwei. Oder beziehungsweise immer so ein Abstand, das müsste reichen. Man da nicht rein kann. So, dann eine andere Sache auswählen. Und jetzt müsste ich da eigentlich ohne Probleme... Ja gut, jetzt flimmert das hier so schön. Ich sag mal, damit kann man leben, oder? So, was habe ich denn jetzt noch an Brettern? Zwei Stück. Gut, das heißt, ich kann da nochmal neue holen. Holz brauche ich dafür noch. Ich habe gerade irgendwo was gehört. Also ich finde, der Parcours nimmt langsam Form an. Wie gesagt, aber es ist ein harter Weg bis dahin. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht streiten. Um das perfekt hinzubekommen, müsste ich sogar rein theoretisch die Röhre rund machen. Und so weiter und so weiter und so fort. Aber das jetzt dann extra noch auszubauen, mit den ganzen einzelnen Feinheiten, dafür sind dann wirklich die Profis unter den Profis zuständig. Und das würde ich denen dann auch gerne überlassen. Ich möchte eigentlich hier nur Anregungen geben, Tipps geben und so weiter. Und jetzt möchte ich ja eigentlich, dass man das ein bisschen hier aus der Entfernung auch sieht. Das ärgert mich immer, wenn ich dann da durchrenne, durch das ganze Gras. Das Gras kann immer noch ein bisschen kürzer sein, meines Erachtens. Ja, eigentlich am besten wäre... Wartet mal. Am besten wäre das Gras so kurz wie hier. Ja. Und dann kann man es noch. Aber nein, das Gras ist natürlich kniehoch. Oh, komm. Sammeln wir ein, bevor wir da jetzt uns doof und dämlich haken. Habe ich die Möhre und verhungere dann jedenfalls nicht. Ne? Kann ja auch gleich mal zwischen die Kiemen schieben. So.
Haben wir gleich mal was im Magen. Okay. Hier hätte ich noch Gras übersehen. So, dann gucken wir jetzt mal, was das für Holz war. Ich glaube, welches Material war das? 68? 86. Das wäre ja jetzt was geworden. Oh mein Gott. Also, 86. Das da. Jetzt müsste ich mir nur noch ein bisschen Holz besorgen, ne? Ein bisschen Rohholz so. Nee, wo haben wir es denn? Das da. Nehmen wir davon ein bisschen was mit. Gehen hier nochmal an diese schöne Bank. Holzbalken. Gehen auf die 86. Stellen uns da maximal her. Brauchen wir eh wieder. Und können dann damit die Röhre weiter ausbauen. Und wenn wir das dann haben, haben wir auch den nächsten Schritt geschafft. Zu unserem Level. Ich muss noch die Leiter ein bisschen kürzer machen. Ich möchte wahrscheinlich, dass man da mit einem Sprung hochkommt. Aber bisher gefällt es mir doch schon gut. Man muss hier hoch. Man kann sogar von hier oben springen, glaube ich. Ah, okay, fast. Naja, egal. Na komm, rüber, komm. Jawohl. So, jetzt muss ich mal gucken. Nee, es ging ja nicht anders, ne? Es ging ja nicht anders. Nee, geht nicht. Nein, das geht nicht. Wow. Steuerung drücken. Einmal mit der Maus drehen. Einen runter. Hä? Warum macht er das denn? Warum? Egal. Wir machen einfach mal. Hä? Warum leer? Warum nicht? Warum leer? Warum mehr? So, jetzt hier rüber. Okay. Wenn ich zu weit runtergehe, dann verschwindet das. Find ich gar nicht lustig. Aber okay. Gut. Haben wir die nächste Röhre geschafft. So, ich weiß jetzt, die zweite Röhre, da muss ich sogar noch, glaube ich, eine Etage höher. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, da muss ich sogar noch eine Etage höher hier. So, hier kann ich jetzt auch das gleiche nochmal machen. So. Dann gehen wir hier eine Etage runter. Upsa. Das ist echt interessant, dass da bei den Rundungen das dann verschwindet. So. Das haben wir auch. Ja, und hier fehlen mir halt die entsprechenden Blöcke nochmal. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Gut. Da fällt mir gerade so das Thema ein. Liebe Leute, ihr wisst ja, ich habe einen Sohn und mich würde mal interessieren, wenn ihr auch einen Sohn habt oder so weiter, wann eure Kinder so ins Bett gehen. Das würde mich mal wirklich interessieren. Also unser, der geht normalerweise um 19.30 Uhr ins Bett und dann bleibt er auch eigentlich im Bett liegen. Bloß, wie ist das bei euch? Sagt ihr 19.30 Uhr? Also ich muss dazu sagen, er ist halt zweite Klasse. Ja, Alter ist ja jetzt erstmal irrelevant. Und da würde mich halt mal interessieren, wann wurdet ihr ins Bett geschickt? Also ich wurde damals wirklich relativ früh ins Bett immer geschickt. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch war. Deswegen haben wir das bei uns auch so relativ gut eingeführt. Macht sich aber auch in den Noten sehr bemerkbar, muss man sagen. Also immer gute Noten, um es mal so auszudrücken. Aber würde mich halt wirklich mal interessieren, weil jetzt die ganze Zeit über Mario zu reden, glaube ich, das gefällt euch auch wieder nicht. Oder über so diverse Themen wie Computerspiele, ich habe es gemerkt, ihr mögt es nicht ganz so, obwohl ich es eigentlich sehr gerne mag und dachte mir, gut, sowas kann man ab und zu bringen, aber naja, puh. Wenn euch das nicht ganz so gefällt, dann ist es kein Problem, ich nehme euch das nicht üb. Was ist denn hier kaputt? Hat der
denn da jetzt irgendwie sowas hingebaut? Hä? Habe ich da mich einmal verklickt oder was? Hä? Ihr habt das doch gerade auch gesehen, oder? Wenn ich mich da hinstelle, dann hat er hier alles in Ordnung. Ist es hier auch so? Ach so, das kommt dadurch, dass er das dann irgendwo an einer Stelle so berechnet. Okay, gut. So, wir kommen aber schon wieder ans Ende der Folge, aber das Ende der Folge darf nicht so enden. Nein, wir suchen unser Schaf Dolly. Dolly, wo bist du? Komm, einmal Haare schneiden. Da ist Dolly. Dolly schwebt wieder, nutzt die Macht, gibt sich der Macht hin, wartet schon, dass wir es scheren und guckt uns jetzt ganz traurig an. Mit diesen Worten und mit natürlich vielen anderen Sachen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage wie immer, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.